Hallo und willkommen zurück. Guck gerade, ob ich irgendwas, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ob das so Sinn ergibt. Alter, Start ist ja das Wichtigste hier, ne? Machen wir aber jetzt hier irgendwie ein Fenster einbauen. Machen wir große oder kleine Fenster? Machen wir das so oder machen wir das so? Sagen so, oder? Zur Not können wir ja immer noch. Mal so ein halbrundes, kleines Ding. Ich glaube, das würde viel besser aussehen. Wir machen jetzt erstmal einmal weiter. Na, wir kommen von hier. Wir müssen pushen. Pushen, hahaha. Ja, Daumen, der Start ist sehr wichtig. Nee, das ist ja eine andere Ecke hier. Schade, dass man das nicht wieder zusammenfügen kann, ne? Das ist eng. Fällt das auf? Ja, das wird nachher auffallen. Was haben wir denn hier eigentlich? Ich muss 10 Stück drehen. Warum hat andere genommen? Nee. Ich muss den rausnehmen. Ich muss. Das macht Aua an meinem Kopf. Oh, ich muss mich gleich mal um die Erdmännchen kümmern. Erdmännchen kaputt. Ich muss gleich mal drum kümmern.
Sagen wir, vermitteln das ein bisschen. Das irgendwie vom Muster her cool hin. Also das würde passen. Den hier würde ich, glaube ich, noch mal ein kleines Stück drehen. Hier sind wir auf Kante genäht. Ah, es ist nicht unbedingt schön, ne? Aber so bleibt die Struktur erhalten. Wir müssen uns das Erdmännchen angucken. Erdmännchen. Okay. Haben wir vielleicht noch irgendwas Interessantes auf Lager? Erdmännchen. Jetzt. Wir haben nichts Junges auf Lager, ne? Wir gucken. Wir behalten das mal mit der Kopf. Gut. Du musst rausgetrennt werden. Dass wir das so ein bisschen vermitteln. Nee, ich muss den hier ein bisschen betätigen. Das so ein bisschen angleichen. Das ist mir der Abstand einfach zu groß. Okay, jetzt gehen wir noch ein Stück nach vorne. Oh, wir müssen... Nee, wir müssen doch so lang. Kurz bevor er durchguckt, dann nochmal drehen. Halt für diesen Losbrechmoment ein bisschen sehr schwierig. Das lässt sich nicht so schön vermitteln, ne? Bisschen was mich stört. Warte mal. Rückgängig. Nee, warte. Die ganze Wand muss ein Stück nach hinten. So wie ich das sehe. Boah. Nehmen wir sie doch mal. Gruppenbaumenü öffnen. Warte mal. Kann die nämlich zusammenbleiben? Dass wir das ein bisschen verträglicher machen fürs Auge. Jetzt sind wir... Oh Gott. Ah, das habe ich nicht bedacht, ne? Es wird nicht besser, ne?
sie jetzt alle einzeln hinstellen. Aber wir gucken jetzt noch mal. Das Problem ist, es wird sich jetzt nach oben hin durchziehen, ne? Schwierig. Das wird sich jetzt nach oben hin durchziehen. Man sieht sie unten ja schon. Das wird echt ein Problem. Wir nehmen euch jetzt mal. Kopieren euch jetzt mal. Stellen euch dahin. Und Gruppe trennen. Trennen. So. Ja, das ist ja, wie schon gesagt, das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem jetzt gerade. Kann ich echt nochmal von vorne anfangen, ne? Das ist nicht geil. So, wir gucken jetzt mal, ob wir hier einen einigermaßen sauberen Abschluss kriegen. Ja, hier mit. Damit kann ich ja leben. Nee. Bohrmenü. Weil das ist ja hinten, das ist ja nicht das Problem, aber ja, der Baufehler zieht sich ja durch. Oh, da fiel mir gerade hier fest. Wie sieht das aus? Können wir hier noch irgendwas retten? Nee, Abbruch. Warte mal. Dich jetzt löschen. Dich löschen. Dich jetzt hier durchziehen. Versuche gerade nur irgendwas zu schaffen. Minimal. Jetzt will ich nach vorne ran. Sieht auch irgendwie seltsam aus, ne? Aber die Sache ist ja,
brauchen wir ab der Etage, brauchen wir da schon Fenster? Ja, doch sowieso nichts. Mache ich hier mal ganz normale Wände rein. Mit so einem kleinen Versatz kann ich ja leben, ne? Das ist ja nicht das Problem. Weil wir brauchen ja auch hier keine Fenster. Hier, ja. Können wir ja alles zumachen. So können wir das ja alles irgendwie schön regeln. Brauchen wir nicht. Den trennen wir. Kleinen Design. Moment. Moment, ist relativ gleich. Da passt. Ja, jetzt kommt wieder der Perfektionismus raus. Ne? Also, dass man da zumindest nach ich keine Sau mehr drauf achten, ne? Ich möchte das gerne haben. Den muss man ganz. Das nach vorne. Kommen Sie da hin. Jo. Designtechnisch würde ich die als Löcher gerne behalten. Das lassen wir erstmal noch stehen. Ich muss gleich nochmal um die Tiere kümmern. Ganz ehrlich, hier brauchen wir ja. Das hier nervt mich auch. Das hier nervt mich. Zack, zack. Vorne. Fenster hier vorne lassen wir auch. Ja, das ist jetzt halt diese zusammengeschiebene, ne? Ja, das ist jetzt halt. Das ist halt das nächste. Müssen wir erstmal einmal weiterbauen. Wenn ich jetzt hier anschließe,
Wir machen das mal. Ich jetzt mach mal zu hier. Aber mal prophylaktisch, wenn wir jetzt hier anschließen. Gibt ja so an sich ja keine halben Wände. Wie lösen wir das Problem? Jetzt halbe Wände haben, ne? Jetzt so eine Wandtafel. Eine Wandtafel, aber so wirklich so eine halbe Wand. Das ist jetzt ein Problem. Oh, da müssen wir uns die Lösung überlegen. Wir haben ja noch ein Problem. Oh, ist das ein Problem? Ab hier oben drauf bauen wir eh neu auf. Wenn wir jetzt einfach sagen, wir machen das so. Gleich mal. Oh, können wir jetzt hier eine Decke bauen? So eine Moment, Decke. Weil hier kommt eh ein Dach drauf. Weil von hier fangen wir nämlich neu an, eine Mauer zu ziehen. Wie das so? Ich muss hier anfassen. Schon gerne clean Optik, ne?
Wie lösen wir das Problem jetzt? Ich. Moment, wir nehmen dich mal raus. Trennen dich. Hier haben wir eher das Problem. Der Boden an sich ist mir egal. Das sieht man nachher. Das ist nicht so wirklich. Trennen. Kurz bevor er auftaucht. Na kommen Sie. Kommt nie auf den Wüdorf an. Ja, ich will eine clean Optik haben. Warte mal. Das ist seltsam. Ah, jetzt auch nicht auf einem. Ah, jetzt. Was macht mich gerecht? Wir haben eine kleine Optik. Ein Stück weiter reingehen. Ich hoffe, wir haben diese Probleme nicht daran. Da hinten auch noch. Nö. Das Feld müssen wir uns noch was überlegen. Drehen. Ah, es sieht besser aus, als wenn er diese Holzdinger durchgelotzt hat. Ja, auf jeden Fall. Hier überlegen wir uns auch noch was. Ja, es hat jetzt ein bisschen Sisyphus-Arbeit, ne? Ich glaube, das Endergebnis wird dafür überzeugen. Kommen Sie. Einmal was ganz Wildes. Zack. Schön, dass das Feld nachher keinem auf. Aha. Ah, Fuschen muss gekonnt sein, ne? Das Gute ist an den nächsten Etagen. Wir brauchen die nächsten Etagen an sich ja nur eine Etage bauen. Und die können wir erstmal copy and pasten. Können wir dann immer wieder draufsetzen.
sonst machen wir jetzt in der Folge noch schnell zu Ende. Das Ding hier. Fangen wir von hier an. Ich glaube, hier werden wir eine Mauer drunter setzen. Weg. Das sieht nicht schön aus. Entweder schiebt man das komplett rein. Also jetzt hier, entweder lässt man diese Holzdinger komplett raus, ne, dass sie richtig cool als Deko-Element dienen. Oder man lässt sie einfach weg, dass sie gar nicht durchgucken. Ah, bei so einem bei so einer sichtbaren Decke würde ich auch eher vorsichtig sein, ne? Mit sowas, aber da ja keine wirklichen Kanten hat. Nee. Ich mach's nochmal. Ich wollte den roten haben. Fällt das gar nicht auf, wenn wir die ineinander schieben. So. Hier, einmal hier. Ja, das fällt hier gar nicht auf. Und das ist das Schöne. Jetzt haben wir eine clean Optik. Hier lassen wir uns noch was einfallen. Aber in der nächsten Folge fangen wir an, jetzt hier die Copy and Paste Station zu bauen. Bis hierhin können wir Copy and Pasten. Dann bauen wir die nächsten. Ja, ich. Da überlege ich mir noch was. Bis dahin, ciao.